Herzlich willkommen zu Soul Food Journey. Hallo ihr Lieben, es ist wieder mal soweit und es ist Podcast Donnerstag. Heute spreche ich mit Marit über ihre persönliche Lebensgeschichte und ihre persönliche Reise und freue mich ganz besonders darüber, denn ja, es ist ja nicht selbstverständlich, dass jemand offen und ehrlich über seine Vergangenheit, seine Essstörung spricht. Und deshalb bin ich ihr unheimlich dankbar, dass sie sich bei mir gemeldet hat und wünsche euch jetzt ganz viel Inspiration mit diesem Interview. Herzlich willkommen zum Podcast Soul Food Journey, liebe Marit. Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier online treffen und austauschen und dieses Interview aufnehmen können, obwohl wir beide nicht in einer Stadt leben. Und ich bin dir auch so dankbar, wirklich von Herzen dankbar, dass du mir geschrieben hast und mich gefragt hast, wie es denn ausschaut, ob ich Lust hätte, andere Reisen, andere Geschichten zu teilen, aufzunehmen. Und genau zu dem Zeitpunkt hatte ich diesen Gedanken und dachte mir, oh mein Gott, sie hat mich eigentlich. Sie hat mich gehört und hat sich sofort gemeldet. Also selbstverständlich. Und deswegen freue ich mich einfach umso mehr, dass wir jetzt heute deine Reise etwas beleuchten und mit den Hörerinnen und Hörern teilen, um da ja ein Stückchen Ermutigung und Inspiration zu schaffen. Genau, auf jeden Fall. Ich freue mich auch total. Dankeschön. Na klar, sehr gerne. Und ich würde auch direkt an dich abgeben wollen. Genau. Wir kennen uns jetzt ja auch erst seit jetzt. Von daher würde ich dich einmal bitten, vielleicht einmal den Impuls zu teilen, wie du auf mich kamst oder wie es dazu kam, dass du mir geschrieben hast. Und ja, ein bisschen über dich zu erzählen, die Verbindung zu der Thematik Essstörung und der Impuls. Ja, super gerne. Also genau, ich bin Marit und auf dich aufmerksam geworden bin ich tatsächlich, weil ich seit sehr langer Zeit den Podcast von Laura Marlina Seiler höre. Ah, und mit der hast du ja auch mal was gemacht. Genau. Da ist für mich das erste Mal dein Name aufgetaucht und dann, wie man das so macht, habe ich das gleich nachgeguckt und geguckt, wo ich dich finden kann, was du so machst und fand es halt gleich super. Warum finde ich das so super? Einmal, weil ich finde, dass du das toll machst. Und zum anderen, weil ich die Thematik aus eigener Betroffenheit heraus auch super wichtig finde. Also meine Essstörung liegt ein bisschen weiter zurück, möchte ich jetzt mal so sagen. Es hat bei mir mit 18 angefangen und ich glaube so im Groben kann man sagen, dass ich so 10 Jahre damit zu tun hatte. Ich bin jetzt 38, also die letzten 10 Jahre war Essstörung für mich nicht mehr so ein Thema. Aber man kann sich halt vorstellen, 18 bis 28, das war eine sehr große Zeit und eine sehr lange Zeit in meinem Leben, die von, sagen wir mal, Essstörung ausgefüllt war. Und ja, warum habe ich dich jetzt kontaktiert, um meine eigene Geschichte zu erzählen oder von meiner eigenen Reise zu erzählen? Ja, ich habe das gemacht, wie gesagt, zum einen, weil ich toll finde, was du machst. Ich habe selber mal darüber nachgedacht, etwas Ähnliches zu machen, aber ich hatte nicht den Mut. Kann auch kommen, ne? Wer weiß, das Leben ist sehr lang. Genau. Und zum anderen, weil ich gerne was tun würde dafür, genau, andere Menschen, die betroffen sind, zu ermutigen. Zum einen, vor allen Dingen Betroffene, die vielleicht jetzt gerade noch mitten in der Essstörung stecken, sozusagen. Mhm. Zum anderen aber auch, weil es mir super wichtig ist, so vielleicht einen ganz kleinen, mini-mini-kleinen Beitrag zu leisten, wenn es darum geht, einfach so dieses Stigma von psychischen Erkrankungen zu nehmen. Ich bin da sehr traurig und negativ überrascht, dass das heute scheinbar immer noch ein schwieriges Thema ist. Ich finde, da sollten wir lange von weg sein und das dachte ich auch immer, aber meine Erfahrung ist, dass dem nicht so ist und ja, vielleicht kann ich ja einen klitzekleinen Beitrag leisten heute. Ich bin mir sicher, dass mit deinem Input, mit deinem Wissen, mit deinen Erfahrungen und hier mit unserem Gespräch tun wirst und das wird auch Menschen erreichen, da bin ich mir auch ganz sicher. Und magst du mal einen kleinen Einblick geben, wie du das sozusagen von 18 angefangen erlebt hast oder wie hat sich das quasi bei dir entwickelt oder womit, ohne jetzt einen Grund nennen zu können, weil es ja immer mehrere Faktoren sind, die da zusammenkommen, aber wie hat es aus deiner Sicht und aus heutiger Sicht rückblickend sozusagen für dich
angefangen, sich in mein Leben zu schleichen, nenne ich es mal. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes geschlichen, genau. Bei mir hat das kurz vorm Abi angefangen und ich glaube schon, dass ich so in der Rückschau und auch mit den Therapien, die ich gemacht habe, sagen kann, dass da schon so eine gewisse Chronologie zu erkennen ist. Also es war einfach klar, nach dem Abi gehe ich nach Hamburg und mache meine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin beziehungsweise zur Fremdsprachenhostess. Und ich glaube, meine Erstörung hat sich eingeschlichen, als ich gemerkt habe, dass jetzt eine Veränderung, eine große Veränderung ansteht, und zwar meine Heimat zu verlassen, mein Elternhaus zu verlassen. Mhm. Und da habe ich im wahrsten Sinne des Wortes Angst bekommen. Und die Essstörung hat mich ziemlich gut da rausboxiert. Also die hat durchaus ihren Dienst getan, weil ich bin dann innerhalb kürzester Zeit wirklich sehr, sehr krank geworden. Also bei mir ging das sehr schnell. Also meine Essstörung hat sich quasi von 0 auf 100 ganz extrem entwickelt, mit gar nichts mehr essen und auch nichts mehr trinken und so. Also es ging sehr, sehr, sehr schnell. Ich war kein halbes Jahr krank, da war ich das erste Mal in der Klinik. Da warst du schon weg von zu Hause? Nee, ich habe es tatsächlich dann auch nicht mehr von zu Hause weggeschafft. Ah, okay, genau. Du bist dann zu Hause geblieben, genau. Weil vorher die Angst war. Genau, also quasi so, ich würde mal behaupten, es war so ein halbes Jahr vorm Abitur. Da habe ich einfach so gemerkt, so, puh, okay, jetzt machst du Abitur und dann musst du die Ausbildung machen, du musst wegziehen und dann musst du ganz selbstständig sein und puh, das kann ich noch gar nicht. Und das ist natürlich die Erklärung, die ich jetzt für mich hatte, das war damals keine bewusste Entscheidung. Ja, ja. Genau, und dann hat sich daraus diese Essstörung, diese Anorexie entwickelt und dann war relativ schnell klar, dass ich diese Ausbildung gar nicht antreten kann. Ja. Zu dem Zeitpunkt so krank war, dass ich dann tatsächlich also meinen ersten Klinikaufenthalt vor mir hatte. Das war dann kurz nach dem Abitur, genau. Und habe dann, so muss man sich es quasi vorstellen, bin dann tatsächlich auch für die nächsten vielen Jahre raus gewesen, habe dann auch keine Ausbildung machen können, habe mehrere ambulante und stationäre Therapien gemacht, manche mit Erfolg, manche mit weniger Erfolg. Ja. Um das mal so grob zu umreißen, irgendwann war dieses Thema Essstörung quasi für mich ad acta gelegt. Aber ich hatte für mich die Themen nicht bearbeitet, die hinter der Essstörung standen. Ich bin dann ich habe dann angefangen, mich selbst zu verletzen. Und als das auch nicht mehr funktioniert hat für mich, habe ich so eine Panikstörung bekommen. Also ich Panikattacken, genau. Ja. Bei mir ist es wie so eine Symptomverschiebung gewesen. Ne? Okay. Als das Essen kein Problem mehr war, habe ich angefangen, mich selber zu verletzen. Als das irgendwie nicht mehr funktioniert hat, kam also so. Und und insofern begleitet mich diese Geschichte auch bis heute. Also es ist nicht so, dass diese Angst sich zum Beispiel vollständig erledigt hat. Ja. Was ich witzigerweise komplett für mich erledigt hat, sind die Esssymptome. Das kann ich tatsächlich sagen. Das hat mit daher habe ich seit 10 Jahren kein Problem mehr. Ja. Aber so bin ich da reingerutscht, ja. Ja. Ich würd ganz gerne, wenn das für dich in Ordnung ist, etwas tiefer in den Abschnitt sozusagen einsteigen nach deinem Abitur. Also ja, gerne. Mit deinem ersten Klinikaufenthalt sozusagen. Vielleicht, wenn es da jetzt keine Regelung oder sowas gibt, dürfen die ja auch öffentlich genannt werden. Viele, die überlegen zum Beispiel auch, ob sie in Kliniken gehen oder nicht. Vielleicht magst du da nochmal erzählen, wie das sozusagen für dich aus deiner Sicht abgelaufen ist in einer Klinik oder wo auch die Unterschiede zu verschiedenen Kliniken aussahen und was da für dich quasi in dem Moment vielleicht nicht, aber rückblickend oder auch in dem Moment doch schon so der Mehrwert oder was du da mitgenommen hast für dich auf dem Weg. Ja, super gerne. Also man muss dazu sagen, als ich meine Essstörung entwickelt habe, war es zwischen 1997 und 1998. Okay, Das war her. Ja. Das ist so wichtig deshalb, weil zu dem Zeitpunkt, als ich die Anorexie entwickelt habe, muss man sich das so vorstellen, da war es zum Beispiel noch nicht so, wenn du jetzt, sagen wir mal, auf einer psychiatrischen Station warst, einer offenen Station, dass da 10 Magersüchtige oder 10 Bulimiker waren. Als ich anfing, krank zu werden, war ich mehrmals auch nicht in einer spezialisierten Klinik, sondern auch in ganz normalen offenen Psychiatrien und auch geschlossenen. Okay. Und da war ich zum Teil die einzige Essgestörte. Ich will damit sagen, es gab
obwohl da auch Essstörungen sehr verbreitet waren, aber es gab einfach diese Station von lediglich Essgestörten, das habe ich eher selten erlebt. Ah, ja, okay, das ist ein wichtiger Punkt, weil das ist natürlich heutzutage völlig anders, weil wir 20, ja, weil das jetzt einfach wirklich Jahre später ist und die Entwicklung natürlich auch in den Kliniken stattgefunden hat, in der Forschung, in der Medizin. Und das ist echt ein wichtiger Punkt, weil das für dich wahrscheinlich auch komplett anders abgelaufen ist. Genau. Für mich ist das total anders abgelaufen und ich kann jetzt für mich auch diesen Unterschied ganz gut herstellen. Also ich habe tatsächlich 1998 meine erste Klinik, da kann ich auch ruhig den Namen sagen, das war in Bad Bramstedt. Das ist ja tatsächlich eine Klinik, die auch eine Station für Essstörungen hat. Und ich bin damals auch auf diese Station für Essstörungen gekommen. Und ich fasse das jetzt mal für mich persönlich zusammen. Ich habe in dieser Zeit gelernt, wie man noch besser essgestört ist. Okay. Also mein Mehrwert war nicht, gesund zu werden. Mein Mehrwert war, mich mit sehr vielen Betroffenen auszutauschen, die noch besser wussten, wie man noch besser essgestört ist. Und ich bin da noch kränker, ich weiß gar nicht, wie man es sagt, rausgegangen, als ich reingegangen bin. Ja, und, ja. Verstehe ich. Genau. Also, ja. Genau. Ne? Also der Austausch abends bei 0,3% Fettmilch mit Süßstoff war halt, wie kann man am geschicktesten kotzen? Also ich muss es nicht mehr ausführen, aber ich habe gelernt, wie man noch besser essgestört wird. Und von da an ist es so gewesen, dass ich eigentlich hauptsächlich in Kliniken war oder in Psychiatrien, wo es unterschiedliche Krankheitsbilder gab, von Depression über Schizophrenie bis eben auch zur Essstörung. Das war dann oft ich ganz alleine. Ja. Warum dieser Unterschied so wichtig für mich ist, ich habe gelernt, wieder zu essen und gesund zu werden in einer Klinik, in der ich die Einzige war, die mit dem Essen Probleme hatte. Ah. Und das ist im Nachhinein für mich auch sehr einleuchtend gewesen, denn ich habe eigentlich permanent während meines Aufenthalts alle, die dort waren, beneidet, weil sie quasi sich abends im Aufenthaltsraum zusammen hinsetzen konnten, zusammen gekocht haben, zusammen gegessen haben. Und ich musste immer sagen, nein, ich kann nicht, nein, ich darf nicht, nein, ich will nicht. Ja. Und das hat mich irgendwann so, weil da auch eine Gemeinschaft entstanden ist und in die habe ich halt nicht reingehört, weil ich wollte ja nie essen, ich wollte mich auch nie dazusetzen. Ja. Und da, also in dieser Klinik, das war dann schon zum Ende meiner, sage ich mal, Klinikkarriere, habe ich quasi gelernt, wieder zu essen, weil ich einfach wirklich, ich wollte einfach dazugehören. Ja. Und dann habe ich mich irgendwann getraut, weiß ich nicht, meinen ersten Joghurt zu essen und irgendwann habe ich abends mit denen zusammen gekocht und gegessen. Und so hat sich das quasi entwickelt, dass für mich dieses Essen und vor allen Dingen dieses Nicht-Essen nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Und ich nur für mich, für meine persönliche Geschichte kann sagen, für mich war es ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich mich nicht Tag ein und Tag aus nur mit ebenfalls Betroffenen auseinandergesetzt habe, sondern auch mit Menschen, die mit Essproblemen gar keine Probleme hatten. Ja, ja. War für mich wichtig, auf meinem Weg da rauszukommen. Ja. So. Insofern möchte ich nicht, ich möchte quasi nicht irgendwelche Stationen für Essgestörte verdammen, weil die gute Arbeit machen und weil es auch wichtig ist, sich mit Gleichgesinnten sozusagen auszutauschen. Für meinen persönlichen Weg war es aber ganz wichtig, diesem Essen einfach tatsächlich weniger Bedeutung zu geben. Ja, ja. Und diese Leute, die da waren aufgrund anderer Probleme, Depression oder weiß nicht was, denen war das so egal, wie viel ich wiege und warum ich esse und warum ich nicht esse. Die wollten mich einfach kennenlernen und die fanden mich so, wie ich bin, wertvoll. Und das hat mich so angespornt zu sagen, ja genau, warum kann ich das eigentlich nicht? Warum kann ich mich nicht mit denen hinsetzen und reden und Karten spielen und nebenbei was essen? Warum muss ich denn auf meinem Zimmer sitzen und mir das verbieten? Und das hat mir sehr geholfen. Mhm. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man das jetzt, ich muss kurz so ein kleines Frage stellen. Ja, ja, gerne. Sehr interessiert. Würde man jetzt die beiden Klinikaufenthalte, die du gerade beschrieben hast, auf einem Zeitstrahl gesehen umdrehen? Mhm. Glaubst du, die Erfahrung in der sozusagen speziell für Essstörungen mit anderen Essgestörten wäre anders abgelaufen, weil du vielleicht an einem anderen Punkt gestanden hättest? Das, ein Teil von mir denkt ja, wobei ich mir auch nicht wirklich sicher bin, weil ich sag mal, meine Essstörung war ja auch nur ein Symptom für das, was in meinem Inneren nicht gestimmt hat. Und ich weiß nicht, ob es zwingend einen Unterschied gemacht hätte, wenn ich gleich in dieser Klinik gelandet wäre, wo ich die Einzige gewesen bin.
ich kann es nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, dass es mir leichter fiel, diese Krankheit loszulassen, je weniger ich mich im Außen damit beschäftigt habe, also indem ich verglichen habe oder so. Also tatsächlich war es so, ich wollte halt auch immer die perfekte Magersüchtige sein. Und wenn jemand jetzt nur einen Apfel am Tag gegessen hat, dann wollte ich möglichst nur den Viertel essen. Oder wenn jemand nicht mal mehr das Viertel, dann wollte ich quasi gar nichts mehr essen oder minus den Apfel essen oder so. Also es war auch immer viel, es ging bei mir viel auch um dieses, will alles gut machen und ich will auch möglichst gut essgestört sein. Mhm. Und insofern, kann ich für mich sagen, dass es mir sehr geholfen hat, mich im Außen nicht so viel damit zu beschäftigen. Ja. Genau. Ich glaube auch, dass das, was du beschreibst, was du als erste Klinikerfahrung beschreibst, dass das für viele, oder dass genau dieser Gedanke vielen Angst macht, beziehungsweise dass deswegen viele Angst davor haben, in eine Klinik zu gehen. Deswegen finde ich es wichtig, dass du auch die Unterschiede beschrieben hast, weil ohne die Erfahrung zu merken, dass das zum Beispiel nichts für dich ist und dass du da in diesem Umfeld nicht für dich weiterkommst, ist ja genau eine wertvolle Erfahrung, wie dann zu wissen, ich brauche was anderes. Gerne, absolut. Deswegen für diejenigen, die zum Beispiel überlegen oder Angst haben, dass sie sich mit anderen vergleichen oder dass andere sie runterziehen, das wird immer mal sein und passiert. Ich meine, das kann sogar auf der Straße passieren. Also selbst da unbedingt vergleichen wir ja auch Menschen. Ja, unbedingt. Gerade wenn wir in einer Essstörung sind, ist jeder andere besser als wir. Ja, genau. Genau. Denke ich auch, dass selbst das auf dem Weg oder wichtig für den Weg gesehen war, weil wer weiß, ob du sonst nochmal diese zweite Erfahrung gemacht hättest. Ganz genau so. Genau so sehe ich das auch nicht. Ich sage auch nicht für mich, dass die erste Sache mir gar nichts gebracht hat oder es war einfach nur so, auf meinem Weg war sie sicherlich super, super, super wichtig. Sie hat mir halt nicht das gebracht, warum ich wirklich hingegangen bin, also jetzt im Sinne von Genesung oder Abklingen der Symptome oder so, das nicht, aber trotzdem war es ein ganz wichtiger Schritt, sozusagen auf dem Weg gesund zu werden, so wie alle Schritte, ob sie mir nun quasi viel gebracht haben oder nicht so viel. Ich denke, jeder einzelne Schritt war wichtig. Ne? Ja. Und ich glaube, es waren so zwei Punkte wichtig, um gesund zu werden. Zum einen so für mich wieder zu erkennen, ich will eigentlich essen, weil Essen ist auch Leben und ich will auch am Leben teilhaben. Und ich kann das aber nicht, solange ich mich selber da so geißele, sage ich jetzt mal. Und dann ist es halt bei mir so gewesen, das beschreibt jetzt speziell meine Geschichte, als ich 21 geworden bin, also 3 Jahre nachdem es anfing, war ich quasi in einem Stadium in meiner Krankheit, in der nicht klar war, ob ich das überlebe. Und ich habe auf der Intensivstation gelegen und ich lag da unter anderem wegen der Unterernährung, aber auch, weil ich nichts getrunken habe. Und es gab halt diesen Punkt rund um meinen 21. Geburtstag, wo es zwei Möglichkeiten gab, leben oder sterben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, bei mir oder speziell in meiner Geschichte war es so, ich musste erstmal an diesem ganz tiefen Punkt ankommen, an diesem Punkt, wo es tatsächlich um Leben und Tod ging, um quasi dann wieder so wie der Phönix aus der Asche aufstehen zu können und zu erkennen, ach so, nee, aber ich möchte eigentlich leben. Ich weiß nicht wie, ich bin da unsicher und ich habe auch viel Angst und so, aber ich möchte auf jeden Fall leben und ich möchte nicht sterben. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, damit man meine persönliche Geschichte versteht. Einfach, mir hat meine eine ehemals auch Betroffene in der Klinik einen Satz geschrieben, der hieß, in dir muss zuerst alles sterben, bevor es zu neuem Leben erwachen kann. Und ein bisschen ist das mein Lebenssatz, weil ich empfinde es für mich so, ich musste erst ganz, ganz unten und ganz tief in der Scheiße sein, um dann zu erkennen, aber eigentlich liebe ich das Leben und ist das Leben auch wertvoll für mich. Und deshalb kämpfe ich jetzt gegen diese Essstörung und habe es dann ja letztendlich auch erfolgreich getan. Hast du für dich, also erstmal danke für dein Vertrauen überhaupt, dass du aus deinem Leben erzählst und das wirklich so ehrlich und offen mit allen, mit mir, mit allen teilst. Und
Das habe ich mich schon ganz oft gefragt, weil es mal so ist, gefühlt in Gesprächen. Das, was du eben beschrieben hast, mit oder auch der Spruch, den du eben gesagt hast. Ich finde das, oder ich höre das in Gesprächen sehr oft, jedoch nicht immer. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, oder bin mir relativ sicher, dass dahinter ja noch mehr steckt. Also, dass hinter diesem weniger werden wollen oder ja bis zum fast nichts sozusagen sich spüren wollen, dass da etwas Individuelles, ganz anderes hintersteckt, was über das Essen, über dieses Verhalten quasi rauskommt oder ausgedrückt wird. Genau. Bist du irgendwann im Laufe der Therapien, die du durchlaufen hast, an so eine Art Erkenntnispunkt oder Bewusstseinszustand gekommen, dass du für dich ja dieses ganze System, was da aufgebaut wurde über Jahre, ob bewusst oder unterbewusst, doch es ist ja ein komplexes System, und bist du da auf irgendeine Art und Weise hintergestiegen, was da bei dir in deinem System eine Rolle gespielt hat? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es mehrere Punkte sind, und ich glaube, dass dieser Prozess tatsächlich auch bis heute nicht abgeschlossen ist. Ja, das glaube ich. Also ich bin zwar aktuell nicht in Therapie, aber ich meine, man hört ja nicht auf, trotzdem sich mit sich zu beschäftigen, und es gibt ja immer noch Tage, an denen es mir schlecht geht und an denen ich versuche zu eruieren, warum geht es mir denn heute eigentlich so schlecht? Ja. Also dieser Prozess hört, glaube ich, nicht auf. Also ich glaube, das ist ein immerwährender Prozess, was auch gut so ist, weil darüber lerne ich ja jedes Mal noch neu über mich. Aber es ist tatsächlich so, doch, so ein paar Erkenntnisse konnte ich dann doch auch für mich und auch im Rahmen der Therapie bekommen. Und es ist halt so, ich weiß nicht, kennst du das Buch von der Peggy Claude Pierre, Der Weg zurück ins Leben? Nee, bisher nicht. Genau, das ist eine Dame, die jetzt nicht mehr, aber früher in Kanada praktiziert hätte. Die hat eine ganz besondere Art der Therapie von Essgestörten, von Anorektikerinnen und Bulimikerinnen. Ja. Sie musste sich nachher viel Kritik gefallen lassen, und ihre Klinik wurde auch geschlossen. Zu dem Zeitpunkt, als ich krank war, war das aber gerade so, war dieses Buch auch Der Weg zurück ins Leben ziemlich populär, und wurde sie auch ziemlich gefeiert für ihre Erfolge in der Therapie mit Essgestörten. Und ich habe mich in diesem Buch immer sehr wiedererkannt, denn was sie dort beschreibt, ist so eine Art, oder ich glaube, sie nennt es sogar Negativismus-Syndrom. Und es hat was damit zu tun, dass Menschen, die unter Anorexie leiden, oftmals so ein Gefühl haben von, also sie sind sehr caring, man kümmert sich sehr darum, dass es den anderen gut geht. Oh ja. Aber man hat wenig, ich will sagen, Wertschätzung für sich selbst und hat selber eher so dieses Gefühl von, mir darf es nicht gut gehen, von Wertlosigkeit, ich darf mir nichts Gutes tun. Das schreibt sie mit diesem Negativismus-Syndrom. Und da habe ich mich immer sehr erkannt gefühlt. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn es mir gut geht, bin ich vielleicht verantwortlich dafür, dass es jemand anders schlecht geht. Und deshalb darf es mir nicht gut gehen, dann muss ich mir nicht so sehr Sorgen machen, dass es denen, die ich liebe, zum Beispiel meiner Familie, schlecht geht. Und ich glaube, dass ich tatsächlich erst begreifen muss, und dass das Teil meiner Erkenntnis ist im Rahmen dieser vielen Dinge, die ich gemacht habe, auch therapeutisch einfach zu erkennen. Also ich bin auch wertvoll und es darf mir auch gut gehen, und es hat keine negativen Konsequenzen für die Menschen um mich herum und für die Menschen, die ich liebe. Also ich glaube, das war so ein Prozess, einfach zu erkennen, ich muss mich genauso gut um mich selber kümmern, wie ich mich um die anderen kümmere, die ich liebe. Also ich glaube, das ist eine der großen Erkenntnisse, die ich gewonnen habe für mich. Ja. So wie ich das jetzt auch rausgehört habe, war es bei dir jetzt so, dass du, oder dass sich erst das Essverhalten entwickelt hat, und danach kam sozusagen die seelische oder innere Entwicklung. Ja, genau, bei mir war das so, ja. Ja. Wie würdest du denn, wie würdest du das quasi beschreiben, so diese Entwicklung von, okay, das Essen funktioniert, das passt jetzt, da komme ich klar. Wie bist du sozusagen dahin gekommen, trotzdem weiterzumachen und jetzt nicht zu sagen, ah ja, jetzt kann ich wieder essen, jetzt ist ja alles cool, jetzt lebe ich so weiter, wie ich jetzt leben kann. Genau. Woher wusstest du, ah nee, irgendwie,
da ist irgendwie noch ein großes Memory, was sich aufzudecken lohnt. Also kann das weitergehen und nicht stehen bleiben? Ja, ich glaube, da habe ich mich selber ein bisschen ausgetrickst. Also es war ja so, als das für mich mit dem Essen wieder okay war, da hatte ich aber trotz allem Probleme damit, mir sozusagen dieses Essen zu gönnen. Und ich habe dann angefangen, als Bestrafung fürs Essen mich zum Beispiel selber zu verletzen. Mhm. Und Selbstverletzung ist ja nur, sage ich mal, eine andere Form, schlecht zu sich selbst zu sein, sage ich mal. Bei mir war es tatsächlich so, und das habe ich natürlich nicht immer als toll empfunden, im Nachhinein weiß ich aber, dass ich dafür dankbar sein kann. Bei mir war es immer so, wenn ich dachte so, naja, jetzt ist ja alles okay, na guck mal, jetzt kannst du wieder essen, oder na guck mal, jetzt verletzt du dich nicht mehr jedes Mal selber, wenn es dir nicht gut geht. Immer dann gab es nochmal so von oben so einen auf den Kopf, so nach dem Motto, dann kam bei mir tatsächlich immer ein neues Symptom. Das muss ich einfach mal so sagen. Und ich dachte, für mich ist alles abgeschlossen, der Prozess, und ich habe es verstanden und jetzt geht es mir wieder gut und ich kann essen, da habe ich halt ganz massive Ängste bekommen. Bis hin dazu, dass ich halt wirklich nicht mehr aus dem Haus gehen konnte und nicht in große Menschenmengen. Und also es war quasi immer so, mein Körper hat mir eigentlich immer gesagt, du bist noch nicht fertig und das, was dahinter steckt, hast du noch nicht bearbeitet. Du hast nur ein Symptom quasi bearbeitet und weggemacht, aber gilt immer noch hinzugucken, was dahinter steht. Und insofern, so hart es manchmal war, aber war es an sich auch gut, weil ich quasi immer wieder so einen Hint bekommen habe, so guck noch mal hin, was da los ist. Und so bin ich halt quasi immer dran geblieben und habe immer neue Wege für mich versucht, an meine Themen ranzukommen. So. Mm. Was ich natürlich auch dazu sagen muss, und das werden sicherlich viele Betroffene auch kennen, es ist natürlich auch so, nur weil man jetzt sein Problem lösen will, ist nicht immer sofort. Also ich sag mal, man muss ja auch, also um an seine Themen ranzukommen, das funktioniert ja nicht auf Knopfdruck. Also ich sag mal, es ist einfacher, wieder anzufangen zu essen. Also es ist wirklich einfacher, wieder den Löffel zu nehmen, in Joghurt zu tunken und zu essen, als wirklich sich mit dem, was dahinter steckt, mit dem, was deine Seele so schwarz macht, wirklich auseinanderzusetzen. So, und da hat's für mich einfach tatsächlich auch lange, lange Jahre gebraucht. So, und auch eine gewisse Stabilität so im Außen, dass ich also einfach auch nicht mehr so unterernährt war. Denn das muss man natürlich auch sagen. Es gab einfach eine Zeit in meinem Leben, da hätte ich mich mit meinen Themen gar nicht auseinandersetzen können. Einfach weil die Unterernährung es gar nicht möglich gemacht hat. Ne? Nee. Der Körper braucht ja erstmal Energie sozusagen. Ja, genau. Weiterentwicklung oder auch seelische Weiterentwicklung verbrennt da genauso Energie und kostet auch Kraft und Energie wie körperliche Bewegung. Genau. Deswegen ist das natürlich eine Voraussetzung in dem Fall, bevor man überhaupt an Therapien oder an der Persönlichkeit arbeiten kann. Genau. Braucht der Körper erstmal eine gewisse Stabilität. Und das ist, glaube ich, auch das, was manchmal so hart ist dann für viele Betroffene in den Kliniken. Ne? Da heißt es dann immer, das ist ja, natürlich kommt einem das wie Folter vor, wenn es heißt, du musst 500 Gramm die Woche zunehmen und wenn du das nicht machst, dann darfst du kein Fernsehen mehr gucken, keinen Besuch mehr empfangen und was es da alles so gibt. Das ist ja, wenn man da drin steckt, ist ja das ist ja der Oberhorror, sage ich mal. Also was du nicht möchtest, ist jede Woche 500 Gramm zunehmen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, tatsächlich war das Zunehmen an Gewicht war die Voraussetzung, dass ich mich überhaupt auseinandersetzen konnte mit mir und mit dem, was dahinter steckte. Also das habe ich dann als mit der Gewichtszunahme tatsächlich für mich auch so begriffen, dass ich sozusagen durch diese körperliche Folter durch muss, um überhaupt in der Lage zu sein, mich mit dem auseinanderzusetzen, was dahinter steckt. Ja, ja. Und tatsächlich, als ich einfach ein gewisses Maß an körperlicher Regeneration erfahren hatte, so, ne? Ja, absolut, das glaube ich. Genau. Würdest du überhaupt sagen, das interessiert mich mal sehr, deine Meinung zu hören, würdest du sagen, dass es überhaupt jemals einen Punkt gab, so auf dem Weg, dass das Körperbild, also irgendwie dünn sein, unterbewusst eine wahre Rolle gespielt hat? War das ein echter Wunsch sozusagen, der mal da war oder damit verknüpft war?
Ich glaube nicht, weil ich war vorher dünn. Also, das ist blöd, also, aber ich bin essgestört geworden. Ich bin ziemlich groß, ich bin 1,84. Ja. Und als ich angefangen habe mit den Essstörungen, habe ich vielleicht so 58 Kilo gewogen oder so. Ich war da schon dünn. Schlank. Und nee, tatsächlich glaube ich bei mir persönlich, dass es nie um das Körperbild ging. Es ging nie darum, schlank zu sein. Zu keinem Zeitpunkt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich dann so dünn auch nicht schön gefunden. Mhm. Also es war bei mir nicht so, dass ich mich angeguckt habe und dachte, ja, okay, das wird jetzt nicht so toll. Ich habe mich nicht als schön empfunden. Ich habe auch, es gibt so ein paar wenige Bilder aus der Zeit, die ich mir auch schon zu der Zeit dann angeguckt habe. Ich habe selber gesehen, dass das nicht schön ist. Okay. Also tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, nee, ich glaube, für mich hat es nicht viel mit dem Körperbild zu tun. Nein, okay. Es war tatsächlich ein Ausdruck meiner Seele. Mhm. Ja. Also war deine Körperwahrnehmung sozusagen noch sehr bewusst. Deine Körperwahrnehmung war im Hier und Jetzt in der Realität und ganz bewusst da. Das glaube ich schon. Also ich glaube, ab einem gewissen Punkt nicht mehr, weil, also ich sag mal so, als es dann so 41, 40 Kilo waren, da, wie meine Mutter immer so schön gesagt hat, da warst du dann schon ein bisschen verrückt im Kopf, was tatsächlich auch so war, aufgrund der Unterernährung. Da gab es dann, glaube ich, schon so ein Change, dass ich dachte so, nee, da, also du musst auf jeden Fall noch dünner werden oder so. Mhm. Aber das war schon zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich sehr weit unten war. Ich glaube halt, dass es davor für mich nicht viel mit Aussehen zu tun hatte. Für mich hatte es tatsächlich, war es wie so ein, ich wusste mir nicht anders zu helfen, als über das Hungern zum Ausdruck zu bringen, es geht mir nicht gut. Mhm. Also Hungern war für mich ja wirklich ein seelischer Hilfeschrei, das muss man wirklich so sagen. So, weil die Gefühle, die ich hatte, über die konnte ich irgendwie nicht reden, die konnte ich nicht kommunizieren. Und ich hatte das Gefühl, ich wurde nicht gesehen damit. Und dieses Nicht-Essen und dieses immer dünner werden war ja so was sichtbar. Das war ja auch, hatte ja auch was von sichtbar machen. Na so. Klar. Und auf einmal haben die Leute ja gefragt, Aufmerksamkeit. Genau. Ja. Ja, absolut. Also ich würde mal sagen, das, was man so als sekundären Krankheitsgewinn bezeichnet, das hat bei mir, also deshalb sage ich, meine Essstörung hat wunderbar funktioniert. Sie hat wirklich alles erfüllt. Ich wurde gesehen, die Leute haben sich gefragt, ob es mir nicht gut geht. Es wurde sich um mich gekümmert. Meine Eltern, die vorher nie miteinander geredet haben, haben wieder miteinander geredet. Also ich habe mal so gesagt, so meine Erstörung hat eigentlich also wirklich bombenmäßig funktioniert. So. Nur hat sie mich halt umgebracht. Aber ich sag mal, um es sichtbar zu machen, ja, hat es wahnsinnig gut funktioniert. Ja. Das ist ja auch das Schlimme ist, ne? Weil warum sollte man etwas aufgeben, was eben, so funktioniert? Eben. Das System ist ja so komplex und auch intelligent aufgebaut, dass es Unterbewusstsein nur gibt. Ja, und genau. Diese Vorstellung, ohne die Essstörung zu sein, im ersten Moment, wie denn? Ja, genau. Also, was bleibt, wenn ich das nicht mehr habe? Also dann ist ja nichts mehr da, sozusagen. Ja, absolut. So fühlt es sich ja in dem Moment, wenn das Bewusstsein noch nicht so weit ist, fühlt absolut. Es sich ja so an. Und du hast eben schon deine Eltern erwähnt. Mhm. Das ist ja manchmal öfters. Auch ein komplexes Feld und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Doch ich habe zum Beispiel letztens eine Nachricht bekommen, in der wurde sozusagen mal der Wunsch geäußert, dass ich auch mal mit Eltern spreche, beziehungsweise darüber spreche, wie das überhaupt für Eltern ist. Und da du deine Eltern jetzt gerade eben schon erwähnt hast, habe ich mir jetzt gerade gedacht, dass ich dich mal frage, aber nur wenn du auch jetzt Gespräche mit ihm geführt hast und das mit ihm besprochen hast, weißt du oder haben deine Eltern dir in dem Moment oder im Nachhinein mal ein bisschen erzählt, wie das für sie war, also wie die das sozusagen erlebt haben als Angehörige, als Eltern? Tatsächlich haben wir lange Zeit wenig darüber gesprochen. Also ich kann nur sagen, meine Eltern sind, finde ich, über meine Krankheit alt geworden.
Also in der Hochphase meiner Krankheit haben meine Eltern graue Haare bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Eltern haben sich zu dem Zeitpunkt ja auch quasi völlig selber aufgegeben, weil die waren beide berufstätig und ich war nun relativ dauerhaft in der Klinik und jeden Tag besuchen gekommen, weil es bei uns auch im Heimatort war. Oh. Und es gab quasi nur noch Arbeit und danach zu Marit fahren ins Krankenhaus. Ui, und, okay. Ich glaube, also ich sag mal so, also ich glaube, dass meine Eltern immer wenig offen dafür waren, zu sehen, dass eine Essstörung immer auch systemisch bedingt ist. Ja. Und das hat nichts mit Schuldzuweisung zu tun und auch nichts mit irgendwie jemanden schuldig sprechen, sondern einfach mit anerkennen, dass Systeme manchmal nicht funktionieren und dass das dazu führt, dass einer sozusagen als Symptomträger darauf aufmerksam macht. Das war schwierig mit meinen Eltern zu thematisieren. Mhm. Wir haben mal einen Versuch gemacht einer Familientherapie, danach auch nie wieder. Also vielleicht ist das Aussage genug. Und damit will ich nicht sagen, dass meine Eltern ihre Verantwortung nicht sehen wollten. Ich will damit nur sagen, in meiner Familie ist es doch sehr stark so gewesen, dass es halt hieß, bei dir ist das Problem, also löse das Problem. Okay. Und im Nachhinein habe ich natürlich mit meinen Eltern gesprochen. Und natürlich, die haben gedacht, ich sterbe ihnen da unter der Hand weg. Und das war ganz, ganz schrecklich für sie. Und sie haben es natürlich auch nicht verstanden. Und aber so über das zu sprechen, was wirklich auch in unserer Familie so für mich dahinter stand, ist bis heute schwierig. Mm-hmm. Das ist tatsächlich schwierig, weil es auch... Das kann jeder verstehen, weil es genauso für mich wie für sie natürlich auch so ist. Es ist super, ein super sensibles Thema. Und man muss halt mega doll aufpassen, dass es nicht nicht als Schuldzuweisung verstanden wird. Schwieriges Thema, würde ich eher sagen. Ja, vor allem auch der Grad der Empfindung zu wir sprechen über etwas oder Schuldzuweisung ist, glaube ich, gerade in solchen emotionalen Gesprächen so unfassbar schmal. Genau, genau. Dass auch die sprechenden Menschen oftmals in dem Moment gar nicht richtig merken, ob sie jetzt noch bei sich sind oder ob sie schon in der Schuldzuweisung sind. Genau, genau. Das finde auch ich bis heute sehr... Also es ist anstrengend, weil es sehr viel Bewusstsein erfordert. Genau. Und sehr, sehr viel im Hier und Jetzt und das auch so richtig mehrmals zu entscheiden, bei sich zu bleiben, bei sich zu bleiben, bei sich zu bleiben. Das, genau, genau. Finde ich in der, oder in dieser Aufstellung sozusagen mit Elternhaus auch bis heute recht schwierig. Und ich meine, Eltern sind die emotional stärkste Verbindung, die es... Ja, definitiv. Also, die wir hier haben. Ja. Und ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass es da gefühlt am schwierigsten ist und auch manchmal gefühlt am langsamsten vorangeht. Genau. Aber ich glaube auch da, dass es auch da sozusagen eine Entwicklung oder Potenzial für Entwicklung gibt. Und wichtig ist, glaube ich, immer zu sehen, dass wir die Eltern nicht verändern können. Also dass wir nichts machen können, auch dass wir das Verhalten auch durch Schuldzuweisung da keine Erkenntnisse oder Ähnliches hervorrufen werden, sondern dass wir weiterhin selbst nicht stehen bleiben, weitergehen. Genau so. Und einfach, in Achtsamkeit mit sich selbst gucken und herausfinden und erforschen, was können wir in dieser Konstellation oder in dem Umfeld für uns tun, damit wir das auch für uns schön erleben, mit diesem Menschen zusammen zu sein. Genau, genau. Und ich glaube, das ist einfach so eine tiefe Verbindung, die ist nicht immer einfach. Nee, genau, genau. Und es ist auch so, einfach auch, das finde ich gerade ganz schön, was du gesagt hast, weil ich auch glaube, auch wenn das System vielleicht ein Problem hat,
heißt das ja nicht, dass jeder in diesem System bereit ist, dahin zu gucken und auch nicht jeder in diesem System ist bereit, sozusagen dadurch ja Veränderung anzustoßen. Ja, ja. Und wenn ich aber für mich selber merke, okay, ich kann es so nicht mehr und mich macht es krank, dann kann ich trotz allem selbstverständlich nicht die anderen zwingen, hinzugucken und zu verändern, sondern am Ende des Tages kann ich nur bei mir hingucken, es verstehen und wenn ich es verstanden habe, es verändern. Und ich glaube, das ist auch so der Prozess, der auch unabhängig von der Esssymptomatik bis heute andauert, einfach zu verstehen. Ja. Ich kann immer nur bei mir anfangen. Ja. Aber das kann ich halt tun und das kann ich jeden Tag aufs Neue tun. Und das kann ich tun, indem ich zur Therapie gehe oder das kann ich tun, indem ich zum Yoga gehe oder meditiere oder mir Podcasts anhöre, die mir helfen. Also ich sag mal, ich kann diese Entscheidung jeden Tag wieder aufs Neue treffen. Ja. Für die anderen kann ich es halt nicht treffen und muss ich letztendlich auch nicht. Ne? So. Nee, klar. Das ist halt eine wichtige Erkenntnis. Angenommen, jetzt hören zum Beispiel gerade Eltern zu oder Angehörige oder Bekannte, die jemanden in ihrem Bekanntenkreis haben oder wirklich speziell Eltern, die gerade ein Kind bei sich zu Hause sitzen haben. Was würdest du diesen Eltern einfach nur vielleicht als Worte mitgeben wollen auf ihren eigenen Weg? Sich selber auch Hilfe holen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, weil wie du auch gerade nochmal gesagt hast, so dieses System, das ist ja schon in sich so verworren und alles miteinander verknäuelt irgendwie und man kommt da so schlecht raus und das ist alles emotional so belastend und so. Und ich glaube halt, dass es für Eltern gut sein kann, sich auch Hilfe zu holen. Ja. Und, weil diese Essstörung von einem Kind wird immer auch eigene Emotionen und eigene Themen hochholen. Mhm. Und die kann man versuchen, dann tapfer alleine auszuhalten, aber warum? Also im Umkehrschluss kann man sich ja selber genauso Hilfe holen. Man kann ja selber sich eine Therapeutin suchen oder gucken, was brauche ich denn, damit ich jetzt achtsam mit mir umgehen kann? Weil nur, weil man sich zum Beispiel sehr um ein krankes, essgestörtes Kind kümmert, heißt es ja nicht, dass man sich komplett selber aufgeben muss. Also im Gegenteil. Ja. Natürlich für das Kind auch wiederum nur eine Hilfe und eine Stütze sein, wenn man sich auch um sich selber kümmert. Und ich glaube, so ist es ja quasi mit allen Erkrankungen, sich selber nicht vergessen. Ja. Selber für sich gucken, was tut mir gut, welche Themen will ich noch klären, wie kann ich das tun, wer hilft mir dabei, also das finde ich so. Ja. Dankeschön. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll für viele, weil sich viele, auch Eltern, Angehörige der Thematik oder mit dem, was ihnen passiert oder was dem eigenen Kind passiert, auch sehr allein fühlen und ich meine, allein, selbst das klingt zwar irgendwie blöd, aber der Betroffene, also ich glaube, an manchen Punkten auf diesem Prozess geht es Angehörigen schlechter als den Betroffenen, weil der Betroffene auf jeden Fall versteht ja oder wird auch immer, das wird immer so sein, wird immer mehr dahinter steigen, mehr das System kennenlernen und sicher sozusagen kennenlernen, wie kein anderer. Genau. Und deswegen wird es für Eltern immer, nicht komplett unverständlich, aber es wird immer ganz anders empfunden und verstanden werden als für den Betroffenen selbst. Und das können wir mit Worten auch, glaube ich, niemals hundertprozentig irgendwie erklären, sodass es jemand Externes, der die Erfahrung selbst nicht gemacht hat, die haben nicht die Möglichkeit, das zu verstehen. Genau, das sehe ich genauso, absolut, ja. Deswegen ist es auch oft, also ich würde ja auch quasi ein bisschen dazu raten, wobei jede Erfahrung ist wertvoll. Doch ich glaube, dass es dir auch so geht, oder das also würde ich jetzt so schätzen, nach dem, was du erzählt hast, dass es im Prinzip nicht immer, also dass wir uns nicht immer erklären müssen oder uns auch nicht immer in Gespräche so verstricken müssen, dass wir versuchen, anderen komplexe verständlich zu erklären, weil jedes Empfinden ist ja individuell und da es ja um sich selbst geht und um sich selbst kennenlernen und verstehen lernen geht, kann gar kein anderer so nachempfinden, absolut, ja, oder der Betroffene dann selbst empfindet. Das
Ja, absolut. Geht nicht. Wir können unsere Gefühlswelt nicht übertragen. Nee, genau. Nee, klar. Und ich meine, für die Eltern stellt sich eine andere Wahrheit dar als für das Kind. Ne? Und ich meine, wenn wir jetzt von Geschwisterkindern ausgehen, das ist ja dann sozusagen das Nächste. Ich meine, die Erkrankung eines Geschwisters macht ja mit dem anderen Geschwisterkind auch ganz viel. Ja. Und auch da finde ich es super, super wichtig, dass sich dieses Geschwisterkind vielleicht auch Hilfe holt, weil es hat ja auch seine Sorgen, Nöte, Ängste in Bezug auf das Geschwisterkind, aber auch in Bezug auf die eigene Zukunft und vielleicht nicht so gesehen zu werden von den Eltern, weil die sich komplett fokussieren auf das Kind, was krank ist und so. Also ich denke, das gilt eigentlich für jeden, dass der zum System dazugehört. Ja, ne? Absolut, das finde ich total wichtig. Und es geht schnell so tatsächlich, dass sich alles so um den oder die Betroffene herumdreht. Ja, das stimmt. Ich sag mal, da sind ja auch noch andere Menschen, die daraus auch ihre Ängste, Sorgen und Nöte entwickeln. Und da wäre wirklich tatsächlich, wenn es denn gewünscht ist, mein Tipp in Anführungsstrichen, sich selber auch Hilfe zu holen. Ja. Zu gucken, wie kann ich selber gut zu mir sein. So, ne? Ja. Ja. Dankeschön. Also das auch als Möglichkeit zu sehen. Also auch alle, die zum System irgendwo dazugehören, Eltern, Angehörige, Geschwister, das als Möglichkeit für sich zu sehen. Absolut, absolut. Auch wenn das schwerfällt, weil da natürlich eine Person ist, der es oftmals nicht gut geht oder die, ja, wo man einfach daneben steht und bei etwas zuschaut, bei dem jeder weiß, dass es nicht gut ist und dass es sogar zum Tod führen kann. Ja, ja. Und so schwer das ist, gleichzeitig auch auf sich achten und das als Möglichkeit für sich sehen. Definitiv, ja, finde ich ganz wichtig, ja, genau. Ja. Wie ist denn so dein Hier und Jetzt? Mhm. Also ohne, dass es jetzt irgendwie super schön dargestellt werden muss oder ähnliches. Ja, genau. Sagen, dass das Leben toll ist. Ja. Also einfach wirklich, wie ist dein Hier und Jetzt? Dein seelischer Zustand, dein Leben, dein Empfinden oder auch dein Glaube, dein Vertrauen ans Leben. Wie ist das generell jetzt heutzutage? Mhm. Also ich glaube, ich war noch nie so dankbar für mein Leben wie jetzt. Das kann ich wirklich so, ohne dass es geschönt ist oder besonders euphorisch ausgedrückt ist. Ja. Ich glaube ja sowieso daran, dass alles seinen Sinn hat. Und ich glaube halt, dass ich diese Essstörung gebraucht habe für ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, ganz viele unterschiedliche Erkenntnisse. Und ich kann heute mit diesem Abstand und auch mit diesem Ganzen, was ich erlebt habe und mit den Therapien, die ich gemacht habe und den Themen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, wirklich, wirklich sagen, das Leben ist echt schön, das Leben ist echt lebenswert. Das habe ich zu bestimmten Zeiten in meinem Leben halt nicht sehen können. Ich habe es wirklich einfach nicht sehen können. Heute kann ich das sehen und damit meine ich nicht, dass jeder Tag super glücklich ist und jeder Tag rosa-rot und ich morgens auch denke so, oh, das Leben ist so geil und ich freue mich so auf diesen Tag. Ja. Nee, ich habe auch schlechte Tage und ich habe auch Tage, an denen ich nochmal Angst habe. Ich habe auch Tage, an denen ich irgendwie das Gefühl habe, so in so eine depressive Schiene abzurutschen. Ich habe auch mal, ich habe auch mal Tage oder Momente, wo ich mich frage, hat sich überhaupt was verändert oder ist eigentlich alles immer noch genauso, nur dass ich halt dafür irgendwie diese Essstörung nicht mehr brauche. Also, aber im Großen und Ganzen, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich, glaube ich, nie so glücklich wie heute. Ich habe mich nie so stark gefühlt wie heute. Mhm. Ich mache auch ganz viel dafür. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es ist alles harte Arbeit an sich selbst. Und wie gesagt, es kommen immer mal wieder Zweifel auf. Also ich fände es jetzt total daneben zu sagen, und wenn du es einmal geschafft hast, dann wird alles toll, dann hast du nie wieder Probleme, weil das, ich glaube, so ist die Realität nicht. Aber es ist einfach, ich habe wahnsinnig viel über mich gelernt und ich weiß heute mehr, warum es mir in bestimmten Situationen schlecht geht, das zum einen. Und ich weiß vor allen Dingen auch, was ich dann machen kann, damit es mir langfristig wieder besser geht. Und das wusste ich früher nicht. Mhm. Insofern muss ich ganz ehrlich sagen, mir geht's gut heute. Und dafür bin ich super, super, super dankbar. Und ich freue mich auch auf das, was ich noch alles lernen darf. Also es ist ja nie zu Ende, das meine ich, ne? Es ist ja nie zu Ende. Es ist ja so, jeden Tag wieder stellt einem das Leben ja vor Herausforderungen, wo man denkt so,
oh Mist, davor habe ich Angst, oh, ob ich das kann. Ich habe mich zum Beispiel die letzten 3 Tage gefragt, ob ich wirklich ein Interview für einen Podcast geben kann oder ob das mega peinlich wird oder ob das auch gerade übrigens. Wie bitte? Du tust es gerade. Das ist es. Ne? Und jetzt gerade genau in diesem Moment denke ich, ich wollte das unbedingt machen, ich mache das, ich finde das gut, ich fühle mich wohl. Ja. Erreicht es noch einen einzigen Menschen, dann finde ich es schon total toll, dann freue ich mich. Und wenn es ihm hilft, freue ich mich noch viel mehr. Ja. Genau, und das ist eben das, das unterscheidet mein heutiges Ich vom damaligen Ich, dass ich einfach viel mehr Vertrauen darin habe, dass alles gut so wie es, also alles gut so ist, wie es ist und auch seinen Sinn hat und dass ich immer etwas für mich daraus ziehen werde. Mhm. Mhm. Oh. Ja, so ist das mit dem Leben. Ja, genau. Das ist wahr. Gibt es irgendein, du hast ja vorhin schon ein Buch genannt, doch gibt es vielleicht, sag ich mal, noch irgendein spezielles Buch oder vielleicht sogar ein Film oder ein Satz, ein Zitat, ein eigener Satz, irgendwelche Worte, die du anderen, die sich auf ihrem Weg befinden und ja, diese, sag ich mal, Vogelperspektive aufs Leben, den Glauben ans Leben und auch so das Vertrauen in darin, dass das Leben einen Sinn hat und auch immer einen Sinn haben wird und in allem, was passiert, etwas dahinter steht. Was würdest du diesen Menschen gerne sagen oder mit auf den Weg geben, egal in welcher Form? Ja, da habe ich auf jeden Fall so ein Motto oder so einen Satz für mich persönlich. Ich habe ja vor kurzem auch bei Herzensgeschichten, so heißt es glaube ich, oder Story of My Life, meine Geschichte aufgeschrieben und die kann man ja auch online lesen. Da habe ich diesen Satz zitiert, Gefühle sind heute auch nur noch was für ganz mutige Menschen. Und das finde ich ein so total super Satz, weil, also was ich vielleicht jedem, der dies hört, mitgeben möchte, ist so, freut euch, dass ihr Gefühle habt, steht dazu, schämt euch dieser Gefühle nicht und Gefühle zu haben und sensibel zu sein, ist eine absolute Qualität. Und auch wenn es sich manchmal anfühlt wie eine Bürde, weil man immer denkt, ich ziehe mir alles so rein und es belastet mich so doll und ich fühle immer so stark mit anderen Leuten mit und es geht mir so schnell schlecht, weil es anderen Leuten schlecht geht. Also ich sage mir immer, wow, ich meine, ist doch toll, dass ich das fühle. So. Ja. Aber ich glaube, das ist das, was ich gerne mitgeben würde. Das ist so, es ist was total Schönes, Gefühle zu haben. Und dazu zu stehen, ist manchmal schwer, aber es lohnt sich am Ende des Tages. So. Selbst wenn es gesellschaftlich immer noch so sein sollte, dass wir bestimmte Gefühle lieber unterdrücken, weil wir sonst irgendwie nicht als funktionsfähig gelten oder ich weiß es nicht was. Also meine Meinung ist, es ist einfach toll, alle Gefühle zu haben. Das macht das Leben bunt. Und mir wäre es wichtig, oder ich würde mich freuen, wenn viele Menschen noch viel mehr zu ihren Gefühlen stehen könnten, weil es was total Tolles ist. Ja, spüren, fühlen, das ist ja auch, was das Leben sozusagen ausmacht. Eben. Und vor allen Dingen auch in seiner Bandbreite. Also mal wirklich traurig zu sein, mal depressiv zu sein oder mal mega wütend zu sein. Das ist sowas zum Beispiel, was ich für mich ganz doll lernen musste. So, dass man auch mal wütend sein darf. Und dass man das auch gar nicht immer gegen sich verwenden muss, sondern dass man auch einfach mal sagen darf, nee, jetzt bin ich aber wütend. Und das hat auch seine Berechtigung. Ja, alles. Ne? Genau, ja, aber auch glücklich sein und also alles. Manchmal vielleicht auch neidisch oder eifersüchtig. Also es gehört alles zu diesem breiten Spektrum dazu. Ja. Ist einfach toll, wenn man das fühlen kann. Ja. Ja. Mir ist gerade noch so, also es kam gerade noch so ein Satz in meinen Kopf, der ganz gut dazu passt, während du gesprochen hast. Ich habe das mal irgendwo, glaube ich, gelesen oder irgendwie selbst vielleicht zusammengesetzt aus Gelesenem. Aber im Prinzip war so die Aussage davon, dass Emotionen spüren uns zu menschlichem Wesen macht. Genau. Und gleichzeitig ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass du nicht die Emotion bist. Das ist wahr. Ja, nein, das ist tatsächlich wahr. Genau. Das auch dann wiederum zu trennen. Also sich sagen zu können, Gefühle kommen und Gefühle gehen aber auch. Und nicht ich bin das Gefühl, sondern ich kann das Gefühl beobachten. Genau. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig nochmal in Bezug auf die Essstörung, weil ich habe früher auch gedacht, ich bin die Essstörung.
Marit, ja, ich auch. Marit ist die Essstörung. Ja. Aber ich bin ja nicht die Essstörung, sondern ich kann die Essstörung angucken, dann kann ich sie schon gar nicht sein. So. Und so ist es mit Gefühlen auch. Ne? Also wir sind natürlich nicht Depression, wir sind nicht Trauer, wir sind nicht Angst, sondern das sind Gefühle. Genau, aber wir können die angucken und wir können die auch wieder gehen lassen. Genauso wie wir auch eine Essstörung wieder gehen lassen können. Ja, ja. Wenn wir sie nicht mehr brauchen, genau. Oh, Marit, ich danke dir so sehr für, danke dir für deine Zeit, für deine, dass du mir geschrieben hast. Da bin ich so froh drüber. Wer weiß, also wir hätten uns sicherlich trotzdem irgendwo gesehen. Ja, bestimmt. Ne? Doch, ich bin froh, dass es jetzt geschehen ist und wir jetzt deine Geschichte, dass du sie mit mir geteilt hast und wir sie mit anderen Menschen teilen. Ich glaube, dass das anderen Menschen ganz viel Bereicherung, Inspiration für ihren eigenen Weg geben kann. Und ich hoffe, dass es vielen, vielen so den Glauben daran gibt, dass ein Stehenbleiben, ja, also dass es sich einfach lohnt, weiterzugehen. Definitiv. Und nicht stehen zu bleiben, sondern immer weiterzugehen. Ja. Und sich damit auseinanderzusetzen. Genau. Egal wie schwer oder wie schwierig es sich in dem Moment vielleicht anfühlen mag. Doch dadurch bringt auf jeden Fall etwas Neues, etwas anderes mit sich. Genau, so ist es. Und ich danke dir ganz doll. Ich habe mich wirklich megamäßig gefreut. Klar. Genau. Ich bin mir sicher, dass wir uns vielleicht mal in Hamburg oder auch in Berlin, aber ja, genau. Wenn ich mal in Hamburg bin, sehen wir uns bestimmt mal eines Tages persönlich. Das würde mich auch sehr freuen. Ja, schön. Das wäre echt toll. Ich danke dir. Also vielen Dank. Gerne, sehr gerne. Und bis bald. Bis bald, mach's gut, tschüss. Ich hoffe, ihr habt aus dieser Folge etwas für euren persönlichen Weg mitgenommen. Es hat euch Inspiration, Ermutigung und neue Impulse mitgegeben. Ihr findet eine schriftliche Version von Marit Lebensgeschichte und auch einen Link zu ihrem Profil in den Shownotes. Und wer seine Geschichte mit mir teilen möchte, meldet sich bitte jederzeit. Bis nächste Woche, eure Kira.